Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler. Willkommen zu der Schlau Home Trend Hausmesse 2018 hier in Bad Salzuflen. Und wir zeigen euch die Highlights von 2018. Viel Spaß! Heftig, ne? Guck mal, du kannst es anfassen, das ist ja die Härte. Guck mal, hier kannst du es anfassen. Das ist die Hand. Und das Coole ist, die Hitze geht da rein und das hat 780 Grad. Kannst du hier dran packen. Hi, erstmal vorstellen, ich bin Flo. Hallo, Guten. Ich bin Hanna. Hi, Hanna. Hi. Zukunft ist heute. Ja. Und ihr habt hier so eine 360-Grad-Brille. Was bedeutet das? Na, also bei uns geht es darum, dass man vor allem Produkte wie zum Beispiel Bodenfliesen, Tapeten, alles was mit Innen- und Außeneinrichtungen zu tun hat, einmal wirklich hautnah erfahren kann, um den Kunden das Gefühl zu geben, dass man wirklich eins zu eins das so in seiner Wohnung haben kann, wie wir das einmal umsetzen. Okay. Genau. Also du hast jetzt quasi so farbliche Gestaltung. Du kannst dir sagen, ja, ich würde gerne mal sehen, wie es aussieht mit anderen Fliesen, anderen Tapeten. Genau. Und du bist dann wirklich in dem Raum drin? Genau. Ja? Also wirklich 360-Grad-Drehung mit Bewegung. Ja. Wenn man sich bückt, dann sieht man auch wirklich auf dem Bildschirm, das werden wir gleich sehen, dass man sich richtig bücken kann, dass man reingucken kann und eigentlich wie in einem richtigen Raum sich dort befindet und ja, sich bewegt wie normal auch. Gibt es die Möglichkeit, das mal auszuprobieren, dass du uns das mal zeigst, wie das funktioniert? Bitte schön, ja? Gerne. Okay. Genau. Das ist ja echt das heftig. Jetzt, wie du das jetzt handelst, mit der Brille auch modern. Genau, am besten einfach nicht rumlaufen, dann sind okay. Wir alles im Ich bleibe hier stehen. Aber das ist ja der Hammer, dass du wirklich das Licht sehen kannst, auch das Deckenlicht. So realistisch. Hammer. Genau, und das sind ja auch die verschiedenen Wandbelege, die man auch noch verändern kann. Genau. Entweder man hat es nur gestrichen. Wirklich? Wow. Kann ich abziehen wieder, oder? Ja, das geht. Wow. In diesem System könnte ich denn jetzt auch meine Maße von meiner eigenen Wohnung eingeben, ne? Genau. Komplette Haus vielleicht sogar, genau. Kann mich also, da auch durchbewegen. Ich sag, vom Nachbauen her sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also wir gehen wirklich auf unsere Kunden ein, ob es jetzt ein Raum ist, ein Haus. Wir haben auch schon mal Messehallen nachgebaut. Überhaupt kein Problem. Wahnsinn. Das ist so also, das finde ich richtig geil. Also ich muss mir so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma habe, ne, und ich kann meinem Kunden wirklich zeigen, wie es aussieht. Genau. Wirklich, das ist Wahnsinn. Dieses Gefühl wollen wir vermitteln, genau. Dass man nicht einfach zu Hause in den Boden verlegt. Und der Kunde denkt sich im Endeffekt, ach, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, ja, ich mag genau. Die Farbe nicht. Ja. Und dann alles wieder rausreißen und neu. Und das wollen wir damit vorbeugen. Ja, weil ich finde das einfach klasse, dass man dieses räumliche Gefühl hat. Ja. Weil auf einem Papier kann man viel zeigen. Genau. Oder auf Fotos oder was weiß ich. Genau. Aber wenn man wirklich da ist, oh, geil, ich hätte ich gerne. Sehr schön. Das ist cool. Ja, da muss ich, ey, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Weil sehr schön. Das ist echt eine super Sache, Leute. Ich wünschte, ihr könntet das erleben, was ich gerade erlebt habe. Das ist einfach geil. Sonst einfach vorbeikommen, geht auch. Ja, genau, oder kommt einfach vorbei. Ja, das ist genial. Auch gerade, dass sich die Räume anzuschauen und ja, verschiedene Farben oder Techniken in einem Raum zu sehen oder im Gartenhäuschen zu sehen, was es überhaupt noch nicht gibt, aber einfach mal um das räumliche Gefühl zu bekommen, ist der absolute Wahnsinn. Also ich freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall, dass wir dann mit einem Handy, mit einem iPad oder mit einem irgend so ein Touchpad oder was sich da durch die Gegend laufen und damit die Kunden exklusiv beraten wird. Wir stehen jetzt hier gerade vor dem Stand unserer Freunde von Jäger. Wir schauen mal vorbei, was die so für neue Materialien haben, denn wir haben nämlich hier vorne jemanden von Jäger, der uns das so ein bisschen erklären kann in dem Bereich Multifunktionsfläche. Da sag ich jetzt mal, hi, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Hallo, servus, alles klar. Wie kann man sich das vorstellen? Also was gibt es denn da für Möglichkeiten und wie funktioniert das denn? Also wir haben, wenn man die Platte mal als Beispiel nimmt, wir können Oberflächen schaffen, die mit diesen sogenannten Whiteboard-Stiften beschreibbar sind und eben auch wieder problemlos mit einem entsprechenden weichen Tuch zu entfernen. Bedeutet, wir können aus Wandflächen, aus Tischoberflächen, auf Möbeloberflächen, wie auch immer gewünscht, beschreibbare Oberflächen schaffen, die wir mit entsprechenden Whiteboard-Markern beschriften und dann entsprechend auch wieder reinigen können. Das ist die eine Möglichkeit. Wir haben zwei verschiedene Farbtöne. Es gibt einmal ein Weiß, das klassische Whiteboard-Weiß. Genau, ja. Und wir haben eine neue Idee, farblos. Bedeutet, wir können x-beliebig gestrichene Wände
in irgendwelchen Buntfarbtönen mit diesem farblosen Material beschichten, um eben auch rote, grüne, schwarze Wände beschreiben zu können. Oder wir können auch Kreativoberflächen versiegeln, die beschreibbar machen, wenn man aus unserer Kreativsortimentschiene da eben auch einen bestehenden Wandbelag hat. Und die zweite Geschichte, wir können ganz normale Schreibtische, wir können endlich auf dem Tisch schreiben. Wir können also farblos Tischoberflächen behandeln, um eben in Konferenzräumen, in Büros Notizen zu machen und danach weg. Theoretisch kann man das überall drauf machen. Ja. Ne? Schreibtisch war ein gutes Beispiel. Schreibtisch. Wir haben jetzt gerade gesehen, man kann das ganz normal wegwischen. Ne? Ja. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich es beschrieben habe und keine Ahnung, ich lasse es jetzt mal 2 Wochen oder so beschrieben. Kann ja sein im Gastronomiebereich oder so, du hast eine Speisekarte gemacht. Gibt es ja so eine Art Geisterschrift, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, das noch zu entfernen oder... Ja. Was kann man denn da machen, wenn man jetzt noch Rückstände hat? Lackoberflächen sind im Prinzip ja auch irgendwo empfindliche Oberflächen. Bedeutet, es kann sein, dass wir über einen längeren Zeitfaktor verschiedene Farben und auch mal länger das stehen haben, wobei 2 Wochen jetzt kein Problem wäre. Okay. Wir sagen, wir können bis zu 4 Wochen bedenkenlos reinigen. Echt? Aber falls es so die sogenannte Geisterschrift mal im Laufe der Zeit entsteht, haben wir im Sortiment als Systemreiniger den sogenannten Whiteboard-Reiniger. Das ist auch ein wässriges Reinigungsmittel. A, entfernt es uns ganz flächig intensiv die Geisterschrift. Und B, ist auch eine Pflege für die Lackoberfläche. Also ist auch so eine Two-in-One-Geschichte. A, Grundreinigung und B, eben eine Pflege für die Lackoberfläche. Das ist auch alles auf Wasserbasis? Ist alles umweltfreundlich, ein wässriger Reiniger. Und im Prinzip ist es das Systemprodukt, wo jeder zur Reinigung benutzen sollte. Aber was ich auch sehr interessant finde bei dieser Fläche, ich meine, das ist ja hier eine Kombination. Wir haben ja jetzt hier 2 verschiedene Materialien, um quasi dieser Fläche doch einen Zusatz zu geben. Das sind ja hier diese Magnete, ne? Richtig. Man kann es magnetisch machen, ja. Vorbereiten, dass die Fläche magnetisch ist. Wir können Multifunktionswände machen, bedeutet, als Basis kommt die Magnetfarbe. Die kann entweder gewalzt gestrichen oder auch gespachtelt werden. Da braucht man natürlich eine gewisse Schichtdicke, um eben diesen Magnetismus zu ermöglichen. Also sollte man 2 bis 3 Arbeitsgänge auf alle Fälle die Magnetbeschichtung auftragen. Und dann können wir mit Whiteboard drauf, dann haben wir wie hier eine beschreibbar und auch eine magnetische Kombinationswand. Jo, wir sind jetzt hier gerade bei Patrick. Servus. Grüß dich, hi. Und zwar, wir stehen hier vor einer Rostoptik, ne? Ganz genau. Aber nicht irgendeine, sondern das ist ja echt Rost. Ne? Genau. Wie ist das denn hier aufgebaut? Wie funktioniert das denn überhaupt? Und was kann man damit machen? Prinzipiell ist es eine einfache Geschichte. Was wir benötigen, einmal dieses Stammmaterial, ich meine, das kennst du ja auch, du hast es ja auch schon selber ausprobiert. Ja? Und zwar haben wir hier einen Acryllack. Den müssen wir aber zwingend mit 30% Wasser noch verdünnen, okay. Ne? Damit wir die Eisenpartikel, die da drin sind, auch offenlegen können. Hier schon mal was fertig angemischt, ne, dass man auch mal sieht, es ist schon relativ dünn. Das ist das Interessante, da sind ja auch diese Metallpartikel drin. Genau, genau. Und das sieht man auch hier relativ gut. Ne? Also wir bewegen uns hier wirklich schon im Echtbereich und nichts Imitiertes. Keine Fläche ist gleich, jede Fläche wird anders. Ne? Genau. Du kannst niemals sagen, jede Fläche ist ein Unikat. Ist so, genau. Ne? Ist so. Ich finde das halt sehr, sehr geil. Wie oft bist denn du hier schon mit dem Aktivator drüber gegangen? 2-mal. Zweimal? Genau. Ne? Und sollte das dann so aussehen. Und wenn man auch mal drüber fasst, man merkt es auch richtig, dass da Eisenpartikel drin sind. Ne? Das fühlt sich an wie Schleifpapier, ne? Genau, so. Genau. Ne? So, ich lasse das dann einfach über Nacht mal schön durchtrocknen und dann kann ich am nächsten Tag dann fortfahren mit dem Aktivator. Ne? Okay. Ich habe es jetzt bei dieser Platte zum Beispiel so gemacht, dass ich mir das in so eine Pumpsprühflasche umgefüllt habe und dann wichtig auch von unten über die Fläche und auch ruhig so ein bisschen individuell einfach mal drüber gehen. Ne? Du kannst jetzt auch theoretisch sagen, du gehst jetzt noch ein drittes, noch ein viertes, genau, noch ein fünftes, genau. Mal. Vom Aktivieren her ist es egal, ich kann da so viel drüber geben, wie ich will. Wobei ich sage, weil man sieht es ja schon, bei 2 Aufträgen, das reicht vollkommen. Ne?
Das ist auch so wie dieses Thema mit dem Kaputtarbeiten. Ne? Genau. Das ist das. Na? Also bevor ich da jetzt zu viel mache, weniger ist manchmal mehr. Na? Wichtig ist halt wirklich nur, dass man auch sieht, dass man wirklich von unten nach oben arbeitet, dass ich unten die Fläche schon mal gesättigt habe. Wenn ich dann Läufer habe, dass die sich nicht so stark absetzen. Na? Und zur Hilfe nehme ich mir dann auch immer noch so eine Rolle, dass ich da dann wirklich auch nochmal, ich gehe hier so ein bisschen drüber, auch ein bisschen mit Abstand und gehe dann wirklich auch nochmal so mit der Rolle, verteile das einfach nochmal ein bisschen. Material echt verwirrend fand, als ich das verarbeitet habe. Ja. Du siehst am Anfang ja nicht, wie es wird. Also du machst das drauf und genau. Es dauert ja, bis es erstmal aktiviert ist und bis man dann überhaupt diesen Rosteffekt sieht. Das fand ich erstmal ein bisschen verwirrend. Genau. Da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen, oder? Also das Hauptproblem ist ganz einfach, dass die Leute zu ungeduldig sind. Ja, genau. Die machen den Aktivator drauf und sehen nach einer halben Stunde, da passiert ja noch gar nichts. Genau. Und machen nochmal Aktivator drauf. Das ist aber... Eigentlich bringt es das nicht. Kaputt. Ja, man macht es nicht kaputt, es hat einfach keine Wirkung. Ich investiere da Aktivator und da passiert aber nichts. Und dann ist es dann wieder das Problem, dann habe ich wieder nicht genug Aktivator, um das dann nochmal ein zweites Mal zu aktivieren. Das ist halt das Problem, was man so ein bisschen... Der Materialverbrauch zu hoch. Genau. Also man sollte da schon geduldig bleiben. Ja, ne? Das stimmt. Und das auch keine Panik, sage ich jetzt mal, auch wenn das nach dem ersten Mal noch nicht so berauschend aussieht. Man sieht, es kommt. Na, also da muss man dann wirklich ein bisschen geduldig bleiben. Ne? Ja, und das Schöne ist halt auch, es ist ja wirklich kein Hexenwerk. Es ist schnell und einfach gemacht und es gibt halt einen super Effekt. Ne? Und wir können es auch im Außenbereich einsetzen. Na, also wenn ich jetzt im Garten irgendwelche Blumentöpfe oder sonstiges habe, kann ich die natürlich damit auch bearbeiten. Ne? Nur da müsste ich dann halt eine Versiegelung zwingend drüber setzen, weil sonst natürlich die Oxidation weitergeht. Ne? Nicht, dass es mir dann kaputt geht quasi. Ne? Man kann es theoretisch auf alles drauf machen. Ne? Richtig. Wenn ich die richtige Grundierung dazu habe, wenn ich jetzt sage, ich will Holz zum Beispiel bearbeiten, dann macht es natürlich schon Sinn, die dementsprechende Grundierung dafür zu machen. Ne? Aber sonst kann das bedenkenlos überall verarbeitet werden. Ja cool, ich will dich auch jetzt gar nicht mehr länger vom Arbeiten abhalten, weiß ich mal. Ich will mal vielen Dank sagen. Ich bedanke mich. Sehr, sehr interessant, weil die Platte, die geht ja nachher noch auf die Bühne. Genau. Wir machen nachher noch eine Vorführung auf der großen Bühne und da werden wir die Platte dann natürlich auch präsentieren. Ja, bin ich mal gespannt, ey. Das werden wir uns angucken. Gucken, wie es dann auch nachher aussieht. Ne? So wie das verändert. Ja, das ist halt auch so eine Sache, da geht es dann auch wieder um Geduld. Ja, das dauert auch so ein bisschen seine Zeit, bis es dann im Endeffekt dann sein Endbild quasi bekommt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch einen großen Stand von PUFAS, wo wir uns auch einfach mal ein paar Materialien angucken. Vielleicht ist PUFAS für den einen oder anderen Begriff, ne, in der Fachwelt, ne, auch in der Heimwerkerwelt. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns den Stand an, ne, was es so hier für Materialien gibt. Erstmal hi! Ja, moin, hallo! Alles klar? Ja, sicher, danke, ich hoffe selber auch. Ja, wir wollten unbedingt mal schauen, was es so bei PUFAS für Materialien gibt. Also einfach so für die Leute, die es nicht kennen. Was ist PUFAS? Ein Feuerwerk. Ja, ein Feuerwerk. Also, wir haben drei Grundsäulen, so wollen wir es mal sagen. Das ist einmal das Thema Spachtel, das ist einmal das Thema Kleister und dann ist es das Thema Isolieren. Grob gesagt, das stellt die Firma PUFAS dar. Also, den Reiseleiter folgen. Ja. Hier stehen wir mal vor einer kleinen Auswahl unserer Spachtelmassen. Hier bewegen wir uns im Bereich Gips- und Zementspachtel. Wichtig ist dabei zu wissen, oder andersrum, wo setze ich was ein? Das ist oft das Thema, auch gerade bei unseren Malern, wo es eine gewisse Unsicherheit teilweise gibt. Wir fangen mal an mit unserem Produkt, was wir am allerlängsten schon mit im Sortiment haben, der PUFAMUR SH45. Da ist auch immer aufgetaucht, was viele nicht wissen, wir haben in unseren Bezeichnungen gleich schon die Offenzeit versteckt. Das heißt 45 Minuten verarbeitungsfähig, 40 Minuten. Das heißt, bei allen Sackwaren steht schon drauf, wie lange ich das Material verarbeiten kann. Wissen die wenigsten. Ja, und das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ne? Ja. PUFAMUR, das kennt man so. Aber das ist cool. Das ist unlogisch, oder? Wenn ich so nicht jetzt das, ne? Ist schon logisch. Super Haftspachtel, 45 Minuten offen und so weiter. Aber fangen wir mit dem an. Wir reden bei dem guten PUFAMUR oder auch den neuen S60 Easy, da kommen wir gleich speziell nochmal drauf.
reden wir über gipsbasierende Spachtelmassen, die kunstharzvergütet sind, quasi veredelt. Dann haben wir den zweiten Bereich, das sind die zementären Produkte. Einmal unser Renovierspachtel R40, der als absoluter Problemlöser gilt, denn er ist sowohl auf Fliesen, auf Dispersionsfarben einsetzbar, aber natürlich auch auf mineralischen. Also quasi eine Universal-Spachtelmasse, wenn man so will. Und der hat auch noch zuzüglich die Freigabe für Feuchträume. Das ist auch eine interessante Sache. Das ist ein Riesenthema. Was mache ich im Badezimmer mit den grünen Platten? Ja. Gipsspachtel hat in Anführungsstrichen einen kleinen Nachteil. Er ist pH-neutral und hält Feuchtigkeit. Passt in das Thema Badezimmer gar nicht rein. Also nehmen wir ein zementäres, weißzementäres Produkt. Der lässt sich auch bis null ausziehen, richtig schön weiß. Und durch die Alkalität habe ich quasi die Schimmelprävention gleich schon in dem Material drin. Wenn man dann noch mineralisch weiterarbeitet, geht jetzt mal von der Silikatgrundierung, anschließend Silikatfarbe, hat man vom Prinzip meines Erachtens Maximum rausgeholt. Ich kann hier auch Q1 bis Q4 letztendlich spachteln. Ich hoffe auch, dass das jeder kennt, das ist keine neue Audi-Sorte, sondern das nennt sich Qualitätsstufe. Und trotzdem gut, dass du ansprichst, da sind noch viele da, denen das jetzt vielleicht nicht sagt, was Q1 bis Q4 und, ist. Das ist eine Definition der Fläche, weil viele glauben auch, wenn ich viermal spachtel, ist das Q4. Aber es gibt leider auch viele Kollegen, die können zehnmal spachteln und es wird nicht Q4. Nein, das ist eine Definition der Fläche. Ne? Also von daher, da auch gerne mal nachfragen, überhaupt kein Problem. Dann möchte ich euch gerne nochmal auf unseren Kleister hinweisen. Vom Prinzip her ist es ganz einfach geworden. Wie früher, normal, spezial, noch Gewebekleber rein. Wir sind ja keine Apotheker. So, also kann man dementsprechend auch ein Material verwenden, was gleich das tut, was es soll. Wir haben den Sicherheitskleister. Der wird, und das ist immer wichtig, auch auf die letztendlich Mischung zu achten, der wird 1:15 angerührt oder aber 1:12,5. Warum? Ich habe hier ein universelles Produkt. Das heißt, von der Raufaser bis Glasgewebe kann ich mit dem Produkt alles kleben. Und er ist der einzige am Markt, auch in unserer Range, der glasklar auftrocknet. Ganz wichtig im hochwertigen Bereich, wenn ich tapeziere und da kommt was aus der Naht und wird gelb oder weiß oder... Das kennt man. Mit Verlaub sieht scheiße aus. Ne? Absolut, absolut. Also, hier glasklar. So, dann haben wir hier ein, das ist unser Kleister. Das ist quasi das, ich nenne es mal Flächenprodukt. Wir haben den G30 Chrom, ein super Kleister, gerade für die Fläche. Soll heißen, wenn ich kilometerweise Raufaser kleben muss, dann brauche ich sowieso nicht. Den habe ich ja auch in 5 Kilo zum Visieren. Ich kann 3 Liter dosieren oder bis 24 hoch. Im Objekt brauche ich das nicht. Da haben wir vorher viele Maler gefragt, Mensch, was müssen wir machen? Viele haben gesagt, mach mal wasserdichte Verpackung, weil am Objekt geht es ruppig zu. Und den kannst du mit in eine Badewanne nehmen, da kommt nichts rein an Wasser. Der kann mal runterfallen, da kannst du drauf lassen. Ich habe das bei mir auch schon oft gehabt, weil ich auch diese Kleisterverpackung, die hat irgendwo rumgelegen, ne? Da ist irgendwas Spitzes gegengekommen. Dann reißt die Verpackung auf und dann hast du entweder im Auto oder in deiner Kiste, hast du überall den ganzen Kleisterreste rumliegen, weil was rauskommt oder so. Und das passiert nicht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist sehr interessante Sache. Vor allen Dingen das Schöne ist auch wirklich simpel gemacht. Ja, klar. Du siehst hier gleich 15 Liter, zack, bumm, los geht das. Ne? Hier auch ganz wichtig, G20 ist das Mischungsverhältnis 1:20 Maschinenkleister. Und hier ist bei dem G30 1:30. Ne? Also wir denken uns bei diesen Produktbezeichnungen schon was. Demzufolge tolles Ding fürs Objekt und vor allen Dingen auch von daher sehr interessant. Ja, absolut. Ja, die Fahnenzucht-Technologie, das ist so ein richtiger Spider-Man-Effekt, kann man über YouTube super sehen. Einfach mal G30 Chrom eingeben, kommt ein Video und da wird das nochmal das Thema aufgezeigt. Durch diese Fahnenzucht-Technologie wird das Raufaser schön an die Wand gezogen und das Kornstrukturbild kommt sauber raus und keine Nesterbildung mehr. Das ist der Trick und wir schaffen es, eine super Kleisterspaltung hinzukriegen, dass überall Kleister ist, sodass die Nähte nicht aufgehen. Ja, wir haben jetzt gerade noch mal ein schönes Käffchen getrunken. Ne?
weiter geht's. Wir stehen hier vorne gerade noch an der Bühne, wo ein paar Vorführungen gemacht werden. Ne? Aber jetzt sind wir an einem Stand, der sehr interessant ist, denn wir sind bei Joto und fragen einfach mal nach, was das überhaupt ist. So, servus, hi, ich bin Flo. Guten. Hi, Flo, grüß dich, hi. Alles klar? Ja, alles klar. Was ist denn Joto überhaupt? Was macht ihr denn? Ja, Joto ist ein norwegischer Hersteller von Beschichtungssystemen und wir haben verschiedene Segmente. Es geht einmal um den Bereich Marine, also Schiffsfarben. Dann haben wir den schweren Korrosionsschutz, Pulverbeschichtung und wir haben den Bereich Deko-Materialien. Dazu gehört dann halt der Holzschutzbereich, den wir hier heute bei der Hausmesse vorstellen. Und wenn man hier jetzt mal guckt zum Beispiel, hier haben wir unterschiedliche Materialien, die wir vorstellen. Es geht in den Bereich rein, dass wir zum Beispiel deckende Anstriche für Holz haben im Innen- und Außenbereich. Wir haben Lasuren und auch, was immer mehr im Kommen ist, Holzöle. Gerade für den Terrassenbereich, Gartenmöbel, also da gibt es verschiedene Einsatzbereiche. Und wir haben einen speziellen Reiniger, der nennt sich 2-in-1 Kraftwask. Kraftwask heißt übersetzt Kraftwäsche. Das ist ein Reiniger und ein Desinfektionsmittel in einem. Und hier geht es darum, wir sprechen hier von einem Konzentrat. Also dieses Produkt wird angemischt mit Wasser, 1:10. Dann haben wir 11 Liter mal 15, das ist die Reichweite. Also wir haben mit so einem Material immer sehr hohe Reichweite. Das wird aufgetragen, wir lassen es circa 15 bis 20 Minuten einwirken. Dann wird es gescheuert mit einer Wurzelbürste und dann nur abgespült. Und dann hat man im Nachhinein diesen Effekt. Hier sieht man die verschmutzte Fläche, hier die gereinigte. Und dann haben wir nachher die grundierte Fläche und da können wir im Prinzip nachher drauf aufbauen. Weil bei Joto ist es so, wir sind sehr stark im deckenden Bereich und da geht es in den Bereich rein, dass wir Hybridsysteme haben im seidenglänzenden und im matten Bereich. So ein Hybridsystem, was bedeutet das? Genau. Jetzt für die Zuschauer, für die Leute, jetzt nicht wissen. Also Hybridsystem ist eine Aufteilung zwischen Acrylaten und Alkylen. Und das Alkyd an sich, das sorgt dafür für die gute Eindringtiefe in den Untergrund und für die Verkrallung. Und das Acrylat, das sitzt nachher oben drauf und sorgt für den Langzeitschutz. Und ein weiterer Vorteil ist einfach der, man sieht ja bei diesen Produkten, wir haben keine Füllstoffe drin. Das heißt, die Struktur bleibt immer sichtbar. Man kennt das auch jetzt, ich habe das auch schon oft gesehen, du willst Holz beschichten, ne? Und dann hast du wirklich das Problem, dass von der Struktur nicht mehr nichts ist. Mehr. Nein, und deswegen weichen ja auch viele auf eine Lasur aus oder sowas in der Art, ne? Um halt diese Struktur noch zu sehen. Aber das finde ich sehr interessant, weil das sieht richtig cool aus. Das habe ich zwar auch noch in der Lasur an sich wäre eine Alternative, wobei wir da über die Standzeiten sprechen. Bei einem deckenden Anstrich hat man die doppelte Lebensdauer gegenüber einer Lasur. Also oft ist es so, dass es dann doch in den deckenden Bereich reingeht, weil die Langlebigkeit einfach höher ist. Ne? Ja. Ihr habt ja auch, du hast ja schon mal gesagt, ihr habt auch ein paar sehr interessante Referenzobjekte. Ne? Ja, auch. So ein Zufall, dass ich gerade die Karte in der Hand habe. Weil Mensch, hier ist wie kann das denn sein? Der Eiffelturm drin. Der Eiffelturm zum Beispiel ist auch mit Jotun beschichtet worden. Da geht es darum, der wird immer alle 7 Jahre ausgeschrieben und Jotun hat zum zweiten Mal den Zuschlag bekommen. Da gehen mal eben so 55.000 Liter Farbe auf. Das ist natürlich für das Unternehmen Jotun eine sehr, sehr schöne Referenz. Der Ablauf hat circa 18 Monate gedauert und die Produkte werden alle händisch, also verarbeitet. Die Personen hängen da an einem Seilsystem, die Maler, und dann wird es halt manuell gestrichen. Das macht ihr dann immer zwischen den Messen? Also geht das immer machen, in den Eiffelturm? Das machen wir immer zwischen den Messen. Wenn wir hier fertig sind, dann gehen wir es wieder zum Eiffelturm. Hier haben wir das Produkt Sens. Und bei Sens, das ist ein Kombiprodukt, was wir einsetzen im Bereich Holzflächen. Also wir verarbeiten das auf Holzflächen. Dann im Bereich der Tapete und auch verputzte Flächen können damit gestrichen werden. Und hier ist das so, dass das Produkt noch weitere gute Eigenschaften hat, frei von Emissionen. Und es ist auch ein Asthmatiker und Allergiker getestetes Produkt. Hier sieht man mal, welche Möglichkeiten wir haben, dieses Produkt anzumischen. Da geht es in dem Bereich unterschiedliche Farbtöne, das heißt, wir können helle, mittlere oder auch dunkle Farbtöne anmischen. Also eine sehr, sehr große Bandbreite an Farbtönen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. War sehr interessant gewesen. Vielen Dank, schön, dass ihr hier wart. Ja, schön, dass ihr wart. Dankeschön, dankeschön. Es geht nämlich um Bodenbelege, ne? Und Bodenbelege sind sehr interessant, denn hier sind Sachen, die man so in der Form noch nicht gesehen hat. Also ich laufe jetzt hier gerade schon mal über etwas sehr Interessantes drüber. Ne? Und die Frage, was das genau ist, das würden wir einfach mal hier nachfragen. Hi, ich bin Flo. Ja, hallo, ich bin Rainer Steiger.
Von welche Firma genau nochmal? Ihr stellt ja jetzt hier interessante Bodenbelege her, habe ich gehört. Wir sind die Beaulieu International Group, das ist ein belgischer Konzern. Wir präsentieren uns hier mit drei verschiedenen Divisionen. Hartbelege und einmal Softbelege, das heißt Kunstrasen sind die Softbelege. Hartbelege wäre in dem Fall die CV, Kaschen-Vinyl-Belege und eben halt die modularen Belege von der Division Barry Allock. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir das Opening gemacht haben, ne, für das Video, da waren wir vorne bei den Strandkörben. Und da lag ja ein Boden, den ihr auch gemacht habt. Ne? Der kommt ja auch von euch. Ja, das ist richtig. Sieht ja, super aus. Ne? Sieht sehr, sehr echt aus. Das ist echt toll. Auch zum Beispiel hinten die Landschaft. Die haben wir auch gemacht. Das Aquarium. Deshalb wird ihr sicherlich auch gefilmt haben. Ja. Das nennt sich Digitalprint. Kennt man mit Sicherheit auch aus einem ganz normalen Tintenstrahldrucker. Nur eben halt nicht mit diesen klassischen Farben, sondern mit speziellen Farben. Und da können wir eben halt eine wesentlich höhere Brillanz reinbringen. Denn die anderen Bodenbelege werden in ganz anderen Verfahren hergestellt. Das wären dann Kleinauflagen, die man machen kann. Und man kann natürlich, wenn man das hier sieht, hervorragende Nachbildungen von Kopfsteinpflaster zum Beispiel machen. Kommt jetzt natürlich nicht so rüber, aber wenn man das fühlt, merkt man auch, dass wir eine Prägung haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das fühlt sich sehr strukturiert an nach dem Muster. Richtig schön. Und das kann durchaus sein, dass es irgendwo dieses Kopfsteinpflaster liegt, wird eingescannt und wird eben halt vervielfältigt und wird eben halt eine rapportfreie Druckgestaltung dann auf einem Trägermaterial gemacht. Du kannst den ja auch ganz normal verlegen oder verkleben? Ja, ganz genau. Also wie gesagt, man bis zu einem gewissen Breite kann man die auch lose verlegen. Wir haben das jetzt hier auf einem Trägermaterial, auf so einem sogenannten Fließrücken, haben wir das bedruckt. Dieses Fließrücken zum Beispiel, das kann man mit einer Fließfixierung, kann man das im Raum installieren. Und ich könnte jetzt auch theoretisch sagen, ja, ich hätte gerne ein Urlaubsfoto auf meinem Boden. Ja, oder, ja, das ist durchaus möglich. Meine Frau, ne? Ja, Freundin. Ja. Oder würde ich so, was du willst. Dann könntet ihr das theoretisch machen, oder? Ja, ganz genau. Ja? Also wie gesagt, man würde dann eben halt dieses Foto in einer bestimmten Auflösung zu uns schicken. Dann würden wir das eben halt vorbereiten, einen Andruck machen, dem Kunden zusenden. Das kann man machen. Jedes Foto kann man letztendlich einscannen oder eben halt was Individuelles kreieren, gestalten, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, ne? Wenn du dann in den Raum reinkommst und dann hast du sowas da liegen, also so Sand oder Geld. Das ist schon sehr cool auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Das war sehr interessant, weil, wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja. Und sehr cool, dankeschön. Gerne, wenn du noch Fragen hast oder so, meld dich gerne bei mir. Mach ich auf jeden Fall. Alles klar, prima. Super. So, Bodenbelegen geht es auch schon direkt weiter, denn wir haben hier ein System, was ich so noch nie gesehen habe und was auch sehr, sehr interessant aussieht. Und bei uns ist jemand, der uns dieses System erklären kann. Erstmal, hi, servus, bin Flo. Bist Michael, du? Michael, Michael Kopp, hallo. Wir sind die Firma Beaulieu International Group. Mhm. Wir sprechen hier von der Marke Barry Allock. Wir produzieren in dem Sinne alle Bodenbeläge. Sie waren ja auch schon bei den Kollegen. Und wie gesagt, hier rein Marke Barry Allock. Wir produzieren Vinylböden, Laminat und Parkett und stellen hier unter anderem bei der Firma Schlau auf der Messe und auch in eigener Kollektion bei Schlau zwei Produkte vor. Einmal ein 5 mm Klickvinyl und das Ganze praktisch noch in 8 mm mit einem HDF-Träger. Ich würde einfach mal kurz hier anhand Originaldeal mal zeigen, was da möglich ist von der Verlegetechnik her und würde unter anderem in die Kollektion gehen und würde ein paar technische Details zum Produkt auch noch sagen, was uns da ausmacht und was unsere Pluspunkte wären. Super, vielen Dank. Also da würden wir auf jeden Fall gerne mal schauen, was da so machbar ist. Ja. Ja. Also, ich würde mal ganz kurz über das Verriegelungssystem sprechen. Wir haben im Endeffekt eine Verriegelung, ich sage mal auf oder relativ einfache Weise, Zacken ringsrum um die ganze Diele. Das ist ein patentiertes System, nennt sich Trim-Click. Ja. Wir haben mit dieser Verriegelung die Möglichkeit, verschiedene Verlegetechniken zu machen, wie Fischgrät und so weiter. Ich würde es, wie gesagt, hier einfach mal kurz live zeigen und dann, wie gesagt, in dem Sinne ja nochmal auf die Kollektion gehen. Mhm. Jetzt mal eine spezielle Frage, also für den Laien jetzt. Ne? Also wir haben ja jetzt hier diese Zacken dran, aber so dieser, ich sag jetzt mal, normale Klick-Systemboden, da hat man hier eine durchgehende Nut oder Feder, soll ich jetzt sagen. Genau, richtig, ja. Und bei diesem System ist das so, man kann das ja individuell gestalten. Oder? Richtig, genau. Ja, wie gesagt, Sie können Rahmen machen, einen Fries. Wir haben hier 28 Holzdekore in einer typischen Dielenlänge von 1,20 Meter, sage ich jetzt mal. Wir haben aber auch Steindekore, 60x30 oder 60x60. Auch diese kann ich mit den Standard-Holzdekoren und Dielen wiederum kombinieren. Ja? Und wie gesagt, das macht das Produkt aus. Das sind wir einmalig.
Ja, und wie gesagt, auch sehr erfolgreicher Markt unterwegs. Na gut, dann würden wir es ganz gerne mal sehen, wie das so funktioniert. Genau, ich zeige es einfach mal live. Genau. Ja. Relativ leicht rein, also ich schiebe das Produkt in dem Sinne wirklich nur ein, zack, zu. Ja. Wir haben unter anderem, was auch hochinteressant ist bei dem Produkt und auch nochmal so ein Knackpunkt wäre, wir haben hier 500 Kilo Zugkraft auf den Laufmeter. Ja. Das ist der stärkste Vinylboden gerade am Markt. Sag mal, andere Systeme haben bis zu 350 Kilo zum Beispiel. Wie gesagt, wir sagen hier 500 Kilo Zugkraft auf den Laufmeter. Also eine sehr stabile, massive Verbindung. Wenn man mal bedenkt, mit was für einem kleinen Raum das hier verbunden ist. Absolut. Ist das schon richtig, genau. Kilogramm einiges. Ne? Absolut. Ja, wie gesagt, auch die Stirnseite, ja, lässt sich relativ schnell verriegeln. Wie gesagt, ich setze hier auf der Längsseite an und schiebe im Endeffekt die nächste Diele nur ein und das Produkt ist in dem Sinne miteinander verbunden. Ja. Also sie arbeiten sehr, sehr schnell mit diesem Produkt. Ist aber auch ein Produkt für einen Profi, weil er hat wiederum eine Zeitersparnis. Ja. Wir sagen hier bei diesem Produkt, wenn wir im Endeffekt, wir fangen links an im Raum, enden praktisch an der rechten Seite, schneiden die Diele durch oder ab, ja, und drehen diese durch die gleiche Verriegelung ringsherum und legen praktisch von hinten wieder, ja, vor und verlegen praktisch so. Also wir müssen nicht die Seite wechseln. Wir haben es nochmal berechnet und sind auf ungefähr 25% Zeitersparnis gekommen. Ja. Und das ist ja gerade so eine Sache, die bei dem normalen Standardboden, sage ich jetzt, oder System, ja, nicht möglich ist. Richtig, ne? Genau. Das ist ja, ja. Jetzt nochmal völlig verrückt zu den Verlegerichtungen. Ja. Ne? Da kann man ja auch Sachen machen, wie gesagt, was mit dem normalen System nicht funktioniert. Absolut, richtig, genau. Durch das, dass wir dieses starre System nicht haben, wie gesagt, diese Zacken ringsherum, kann ich das Produkt einsetzen, wie ich möchte in dem Sinne. Wie gesagt, ich kann zum Beispiel eine Fischgrätoptik legen. Wie gesagt, geht wiederum auch relativ schnell. Setz hier an, schieb nur ein. Wie gesagt, das ist das, was ich absolut verrückt finde. Ja. Das Vorteil, echt geil ist. Auch das Schneiden, sage ich jetzt mal, relativ unkompliziert, kein Dreck. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Das machen, du kannst das jetzt einfach einlegen. Anderes Dekor an und kann wirklich mit dem Belag in diesem Sinne spielen. Wie gesagt, habe hier mehrere Verlegemöglichkeiten. Breiter Flur zum Beispiel, einmal Originaldiele in einem hellen Farbton, links und rechts ein Fries und so. Da habe ich in dem Sinne schon mal einen Eyecatcher und einen Hingucker. Und das ist wirklich ein Designbelag. Da kann man einfach drüber sprechen, über die Verriegelung, über die hohe Zugkraft von 500 Kilo. Wir haben hier Klasse 33 unter anderem bei der 055er Ware hier bei Schlau und haben als Rutschklasse R11. Ja, das ist auch nochmal sehr entscheidend. Es gibt Rutschklassen, klar, R9, R10 und so weiter. Mit R11 zum Beispiel können Sie auch ins Objekt gehen oder wird in gewissen Bereichen auch gefordert. Ja, und das haben wir noch on top und macht uns in dem Sinne auch nochmal, das ist einfach noch das i-Tüpfelchen auf das ganze Produkt. Sag mal, eine interessante Frage, wenn ich mir jetzt in meinem Zimmer dieses Fischgrätmuster komplett den ganzen Raum mitmache, ja, und genau in der Mitte von dem Raum ist eine, ja, Macke drin oder ich hau mir da irgendwas, genau, rein, was kaputt ist. Ja. Kann ich das ausbessern? Geht das? Kann man ausbessern. Das, ja, geht relativ schnell auch. Da brauche ich im Endeffekt nur einen Sekundenkleber oder ein Kaltschweißmittel zum Beispiel, wo ich auch für CV-Bahnware wieder verwende. Ja. Jetzt nehmen wir einfach mal den Fall, diese Diele wäre in dem Sinne kaputt. Ja. Dann schneide ich eigentlich, ein Kreuz ein, beziehungsweise es gibt auch die Variante, dass ich praktisch hier auf der Fuge schneide, beziehungsweise dann einmal die Verriegelung durchschneide, also längs und auch einmal stirnseitig, hole die Diele in dem Sinne raus und kann dann relativ schnell wieder eine neue einsetzen und muss die halt punktuell dann wiederum fixieren mit einem Sekundenkleber oder Kaltschweißmittel. Ja. Du siehst dann halt später nicht mehr, dass es ausgetauscht wird? Nein, das sieht man definitiv nicht mehr, genau. So von der Haltbarkeit her, ja, alles? Funktioniert super. Perfekt. Ja, da haben wir unter anderem auch wirklich eine tolle Anleitung dazu. Mhm. Alles kein Problem, also da können wir helfen von unserer Seite her. In der Schlau-Kollektion, man sieht es auch schon auf diesem Bild hier, ja, da macht man zum Beispiel wirklich dann diesen Streifen kann man hier zum Beispiel durchlegen und kann das wirklich dementsprechend kombinieren. Könnte hier zum Beispiel andere Farbtöne auch einsetzen, um da wirklich nochmal dementsprechend einen Eyecatcher zu bekommen. Ja. Ja, aber es ist doch einfach geil, weißt du? Du hast nicht diese Probleme. Du bist ja vollkommen frei mit deiner, wie du es halt machen möchtest. Ne? Super. Vielen, vielen Dank für die Aufführung. Ne? Vielen Dank. Das war super, ja, gewesen. Dankeschön. Das mal so zu sehen. Ja. Denn wir sind jetzt hier bei Dr. Schutz. Ne? Viele werden es vielleicht kennen oder auch nicht, denn das sind Produkte, um Sachen einzupflegen, zu schützen, wie es auch schon Dr. Schutz sagt. Und wir fragen einfach mal nach. Ne? Guten Morgen. Moin. Und zwar, wir haben eine Frage. Sehr gerne.
Dr. Schutz, was ist das? Könnt ihr ja erstmal vermuten, dass sich hinter Dr. Schutz ein Mediziner verbirgt. Ja. Nein, es ist ganz das Gegenteil. Dr. Schutz ist ein mittelständiges Industrieunternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, unterschiedliche Bodenbeläge wertzuerhalten, sowohl in der Reinigung wie in der Pflege, aber auch in der Sanierung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um Schutz geht, müsste man unbedingt mal vorbeigucken. Dr. Schutz, das müsst ihr euch mal merken, weil das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man was von seinem Boden noch haben möchte. Wir haben das jetzt zum Beispiel auch gehabt, eigene Erfahrung. Linoleum gelegt, eingepflegt, um halt die Haltbarkeit zu steigern. Wichtiges Thema. Ich habe Ihnen noch so zwei Produkte mitgebracht, die Ihre Follower interessieren könnten. Das Thema Designboden ist voll im Trend. Jeder möchte heute einen optisch schönen Designboden verlegen, ob als Planke oder mehr im Steincharakter, Holzimitation, ist das Produkt, was momentan, glaube ich, in der Branche, aber auch beim Konsumenten die höchsten Zuwachsraten hat. Das sind Bodenbeläge, elastische Bodenbeläge, die aber auch eine besondere Form der Werterhaltung brauchen, denn sie werden sehr stark aus optischen, ästhetischen Gründen gekauft und müssen einfach toll aussehen. Und für diese Belege haben wir ein spezielles Designbodenpflegeset entwickelt. Wir können es auch das Rundum-Sorglos-Paket nennen. Ja. Zum einen eine Vollpflege, die es möglich macht, den Belag oberflächlich zu schützen. Da sind wir wieder bei der Opferschicht, dass kleine Feinstkratzer nicht direkt in den Bodenbelag gehen, sondern etwas stärker in der Oberfläche verbleiben und damit den Belag dauerhaft schützen. Für die laufende Reinigung den PU-Reiniger, der ein perfekter Unterhaltsreiniger ist, idealer Schmutzlöser, der die Flächen hygienisch sauber hält. Ja, das zweite Produkt, was ich für Sie noch habe, ist recht neues Produkt aus unserem Hause. Fleckwegset. Wir sind ja im Grunde genommen die ihre Böden schön halten. Und das nach möglichst über einen möglichst langen Zeitraum. Ein spezielles Fleckenset, was aus zwei unterschiedlichen Fleckentfernern besteht, mit einer Fleckentabelle. Das heißt, wir können nahezu alle Flecken, die sowohl im Haushaltsbereich, aber auch außerhalb des Haushaltsbereiches passieren, mit diesen beiden Produkten perfekt entfernen. Auch so Super-GAU-Flecken wie Teer, wenn sie von draußen gerade geteert worden ist, sie bringen mit dem Schuh als Kontaktschmutz den Teer rein, können sie das mit diesen Fleckentfernern wegbekommen. Und sie haben wirklich auch hier einen optisch wunderschönen textilen Bodenbelag, den sie in der Fleckentfernung perfekt behandeln können. Jo, schlau, Home-Trend, Hausmesse 2018 ist zu Ende und will auch noch mal einen großen Dank ausrichten, ne? Einmal an die Firma Schlau und Firma Jäger. Vielen, vielen Dank. Und großer Dank geht auch an alle Aussteller. Die Teams waren alle super, super nett und freundlich. Wir wurden alle mit offenen Armen empfangen. Die Sachen, die gezeigt wurden, waren qualitativ einwandfrei, genauso wie die Materialien. Für Speis und Trank wurde auch gut gesorgt. Große Danke geht auch nochmal an André Malerflock, der hier den fleißigen Kameramann gespielt hat und sich wirklich, also wirklich ein abgearbeitet hat, ne? Da steht er schon und grinst, ne? Aber ist auch so. Dräng dich mal ins Bild. Das habe ich gerne getan. Vielen, vielen Dank. Und schaut auch bei André Malerflock vorbei und gebt ihm einen dicken Daumen und ein schönes Abo, ne? Fand ich richtig schön, dass auch einige Zuschauer hier waren und mal Hallo gesagt haben. Ne? Grüße gehen raus. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und abonniert auch den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und macht's gut. Wir sehen uns.